für mich war auch schwierig, hier einen Platz zu finden. Aber meine buddhistische Denkweise hat mir viel geholfen. Gute Werte, die auch zum Beispiel Einheit der Menschheit, oder? Das sind so gute Werte, die auch eine Richtung geben kann für die Kinder. Und da finde ich manchmal schade, wenn wir einfach diese Werte so verlieren. Und deswegen finde ich den Druck umso mehr, die tibetische Kultur weiter zu aufbewahren. Für die muslimische Frau, ist sie selbstbestimmt, ist sie unterdrückt, muss sie gerettet werden, so wie die berühmte Autorin Leila Abulobod fragt. Die vermeintliche Rettung der muslimischen Frau prägt den Diskurs entscheidend, und zwar nicht erst seit den Anschlägen vom 11. September. Unter dem Deckmantel der Rettung der braunen Frau vor dem braunen Mann funktionierte bereits der Kolonialismus. Schon damals lieferte die Darstellung von Frauen als Opfer patriarchaler Gewalt Legitimation für die weiße Herrschaft. Als ich mein Land, Kamerun, 1993 verließ ich auch meine ganze ursprüngliche Familie und meine Kirchenfamilie. Die zwei wichtigen Orte, wo ich meinen Halt hatte. Und ich kam hierher. Die Kirche wurde zu meiner Familie. Als religiöse Frau suchte ich hier Halt, spirituelle und materielle Unterstützung. Als religiöse Frau sehe ich meine Verantwortung, meine persönliche Verantwortung in der Gesellschaft, sowohl in der Kirche als auch außerhalb. Hoffnung und Glauben zu stärken und Trotz zu spenden. Sehr gefreut auf den Tag. Ich habe weniger erwartet, aber ich bin sehr glücklich darüber, dass ich so vielen begeisterten Frauen begegnen durfte, die für die Religion und den religiösen Ausdruck in ihrem Umfeld, in ihrem Beruf, in ihrer Familie, ihrer Gemeinschaft wichtig ist. Und ich finde es einfach wirklich bereichernd, dass wir uns hier dürfen austauschen. Ich habe das Gefühl, dass uns das gestärkt hat, jede Frau in ihrem Hintergrund. Und das ist eigentlich auch mein Ziel, dass wir heimgehen können heute und das Gefühl haben, mal, es ist gut, es gibt einen Gott und wir dürfen eigentlich zuversichtlich und gestärkt sein und vor allem einander stützen. Als Frauen in all unseren Bewegungen und in all unseren Bestrebungen.